Multitalent, Wasserstoff, Green Deal oder explosive Zukunftsmusik? Heute in der Villa Lessing mit den Gästen Jens Appelt, Geschäftsführer Creos Deutschland GmbH, Jorgo Chatzimarkakis, Generalsekretär Hydrogen Europe, Oliver Luksic, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und Landesvorsitzender der FDP Saar, Nicolas Sacker, Referatsleiter Grundsatzfragen der Energie- und Klimaschutzpolitik im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, Energie des Saarlandes. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sie werden eine, wenn Sie die ganze Zeit dabei bleiben, werden Sie eine spannende Diskussion zum Thema Wasserstoff hören mit den vier Diskutanten. Es ist ja so, dass Wasserstoff der Energieträger der Zukunft sein soll, wenn die fossilen Energieträger mal nicht mehr vorhanden sind, mal ausgegangen sind. Allerdings gibt es noch eine Menge Fragen, die Frage des Preises, die Frage der Strategie, die Frage des Wettbewerbs, ob Europa oder Deutschland die Nase vorn haben wird oder andere Regionen und die Frage, was das alles kosten soll und woher dieser grüne Wasserstoff, der ja in großen Mengen produziert werden muss, kommen soll und wie das alles verteilt werden soll und auch welche Rolle das Saarland spielen kann und vor allen Dingen auch der grüne Wasserstoff für die Stahlindustrie verwendet werden kann. Also bleiben Sie dran und werden eine sehr interessante Diskussion erleben und ich wünsche Ihnen einen kurzweiligen Abend. Ja, guten Abend. Für mich steht die Klimaneutralität im Vordergrund, also die Vermeidung der Produktion von Treibhausgasen. Und hierfür sollten wir jetzt alle verfügbaren Technologien nutzen, auch beispielsweise die Pyrolyse. Und insofern plädiere ich für Technologieoffenheit und Ideologiefreiheit. Als in der vergangenen Woche die Bundeskanzlerin und der französische Präsident sich 1,5 Stunden zum Thema Wasserstoff unterhielten während ihres Gipfeltreffens, da war ich ganz besonders stolz, weil nämlich das Saarland mit am Tisch saß, nämlich mit der Saarstahl AG in Form des Vorsitzenden Tim Hartmann. Das Saarland kann eine ganz besondere Rolle im Bereich Wasserstoff spielen, als Scharnier zwischen den großen deutsch-französischen Projekten, aber eben auch als Region, die zeigt, wie es geht. So sieht eine Wasserstoffpipeline aus und ich hoffe, dass sehr bald schon sehr viele von diesen Wasserstoffpipelines hier im Saarland die Verbindung für eine große europäische Wasserstoffstrategie bilden. Herzlichen Dank. Ja, der Weg der Dekarbonisierung wird eingeschlagen und ist schon eingeschlagen. Jetzt geht es darum, dies technologieoffen und mit marktwirtschaftlichen Instrumenten zu gestalten. Am ehesten wird Wasserstoff in der industriellen Anwendung, beispielsweise im Bereich Stahl, zum Tragen kommen. Das ist am einfachsten. Und das andere wird mit Sicherheit der Mobilitätssektor, insbesondere bei schweren Nutzfahrzeugen. Es werden sich neue Wertschöpfungsketten werden entstehen. Und da ist es wichtig, dass das Saarland hier vorne dabei ist, gerade weil wir so abhängig sind vom Stahlsektor, Metallverarbeitende Industrie und auch vom Fahrzeugbau. Die Bundesregierung hat jetzt 9 Milliarden Euro auf den Weg gegeben, auch die Europäische Union. Und jetzt geht es darum, in diesem Wettbewerb der Region vorne dabei zu sein. Deutschland ist Exportweltmeister. Wir sind vorne dabei, beispielsweise bei den Elektrolyseuren. Jetzt geht es eben darum, auch in die industrielle Anwendung zu kommen. Ja, guten Abend. Wasserstoff ist kein Strohfeuer oder lediglich ein kurzfristiger Hype, technologiegetrieben, sondern wird das Zukunftsthema in den nächsten beiden Dekaden sein, wo wir damit zu tun haben werden, dass ein Prozess in Gang gesetzt wird, der heute eben schon beginnt, beziehungsweise schon im Saarland auch seit 3 Jahren schon begonnen hat. Wir sind gut aufgestellt mit unserer High-Expert-Modellregion Saarland und da haben wir mit Arbeiten begonnen und wir werden in den nächsten Monaten auch die ersten Erfolge einfahren. Wir müssen dies tun, weil uns für die Bereiche Lkw, Bustransporte, aber auch insbesondere in der Industrie, sei es in der Stahlindustrie auf der einen Seite, aber auch in der Automobilindustrie, wir haben sehr viele Zulieferer im Saarland, die sind darauf angewiesen, dass die Menschen auf eine nachhaltige, zukunftsfähige Technologie setzen. Wir haben mit Bosch und Schaeffler beispielsweise 2 Unternehmen, die in dem Bereich der Stack
Produktion tätig werden, aber eben auch in diesen eben genannten anderen Bereichen. Wir haben hier im Saarland die besondere Situation, die wir uns auch als Vorteil gerne nutzen möchten, dass wir seit langem gewohnt sind, mit Lothringen, mit Luxemburg in Kooperationen zu treten. Und das heißt, wir können grenzüberschreitende Projekte auch ausführen. Und das wird uns Vorteile auch in Brüssel verschaffen.